Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Also wir haben quasi zwei Spiele heute Abend. Das erste Spiel geht um... Okay, also wir haben heute zwei Games. Ne? Die beiden zählen zusammen, was ihr noch nicht wisst. Ich habe es Eli vielleicht einmal gesagt. Ihr könnt heute Abend tatsächlich auch noch eine Uhr gewinnen. Ja, ist jetzt nichts groß, aber nur, um euch ein bisschen anzuheizen. Wir holen es gleich und dann können wir es nochmal präsentieren. Auf jeden Fall, das Wichtige ist, dass ihr insgesamt halt derjenige, der am meisten halt richtig rät, kriegt obviously dann aus den beiden Games die Uhr. Nichtsdestotrotz, jedes einzelne Spiel zählt auch für sich. Das heißt, wir haben einmal Preise raten. Damit können wir eigentlich so gesehen anfangen oder mit Parfum, das könnt ihr was entscheiden. Was heißt Preiseraten von was? Wir haben insgesamt fünf oder sechs Items, unterschiedliche Items, die wir mitgebracht haben, die ja visuell, also ihr könnt die auch dann anfassen, ein bisschen gucken und so weiter und ihr müsst dann halt individuell die Preise aufschreiben, was ihr schätzt, was die Sachen denn so wert sind. Okay. Und derjenige, der am nächsten dran ist, da müssen wir mit der Regie ein bisschen zusammenarbeiten, weil so schnell kann ich wahrscheinlich nicht rechnen, derjenige, der am nächsten dran ist, der gewinnt, obviously, und derjenige, würde ich sagen, das müssen wir jetzt ein bisschen festlegen, je nachdem, entweder der Letzte oder alle, die falsch sind. Aber alle, die falsch sind. Die letzten zwei. Die letzten beiden. Okay. Den Twist, den wir jetzt mit reinbringen, ist quasi, es steigert sich nicht, sondern wir haben hier sehr, sehr verschiedene Schärfe gerade mit dabei. Wir haben halt Habaneros, die euch quasi aus dem Leben schießen werden. Wir haben Peperonis, die vielleicht noch auszuhalten sind. Und wir haben sogar Bratpaprika, die quasi gar nicht scharf ist. Die Sache ist nur, wir werden alle Sachen mischen hier drin. Das heißt, jemand, der jetzt gewonnen hat aus dem Spiel, kann das quasi ziehen für die anderen. Aber er wird das auch nicht sehen. Okay. Das heißt, entweder hat er Glück und es wird gar nicht scharf sein. Es kann aber sein, halt, dass er sehr scharf ist. Cool. Und so ist das halt dann aufgebaut. Ich würde sagen, als nächstes bereiten wir mal die Chilis vor und können mal zeigen, was wir denn für Chilis so gekauft haben. Wir fangen als erstmal an mit einer klassischen Jalapeno. Diese Jalapeno, explizit diese hier, hat damals Monte im Stream komplett auseinandergenommen. Er hatte damals leichte Halluzinationen, falls ihr euch noch daran erinnert. Das war auf jeden Fall eine ganz wilde Nummer. Und jeder, der jetzt hier so diese Dinger zieht, die sind sehr trügerisch, weil man könnte die mit der guten Bratpaprika verwechseln. Aber es ist tatsächlich ein brutaler Unterschied. Von daher, die würden wir jetzt das erstmal reintun. So, dann machen wir weiter mit Peperoni in Rot. Die wird man alle kennen, eventuell, ja, vom... Also darf ich das so nah ranhalten, ne? Das sind die normalen roten Peperoni. Die kennt ihr wahrscheinlich. Die sind schon sehr, sehr scharf. Kann man aber aushalten. Ich würde sagen, dass die Jalapenos schon noch mal einen Ticken weiter vorne sind. Jetzt geht's weiter, jetzt wird es leider ernst. Also für denjenigen wirklich... Das war das Leichte. Ja, es kommen noch ein paar Leichte. Nein, das ist egal. Das ist ja nur die Präsentation von den Dingern. Am Ende, man wird ja nicht wissen, was man nimmt. Das hier sind die Habaneros. Das heißt, diejenigen, die das hier ziehen, da ist leider der Ofen aus. Ja, für die, das war das Ende auch von dem guten Ron. Damals muss man den Krankenwagen rufen. So, jetzt geht's weiter mit denen, die jetzt nicht so scharf sind. Die bekommt man eigentlich auch immer so geröstet, vielleicht beim Türken. Und jetzt nochmal, um das Ganze abzurunden, aus Spanien. Intensiv und scharf, der Chili-Mix. Keine Ahnung. Und können wir auch nochmal das Ganze rein tun. So, und jetzt ist es so, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir von denen, die jetzt nicht so scharf sind, nicht so viele reintun. Das wäre ja sonst nicht lustig, ne? So, von daher, das Ganze ist jetzt quasi die Bowl. Ihr könnt mal hier schon mal nachschauen. So sieht das Ganze aus. Ja? Erstmal für euch, die habe ich gegessen. Die waren schon scharf. Ja, aber es ist krass scharf, aber chill. Also du machst die 100%ig weg. Die sind völlig entspannt. Was richtig reinknallt, sind die. Die sind sehr scharf. So, die sind ich glaube, die habe ich aber, bei aber das, in New York. Und ich glaube, die gelbe war noch schärfer. Wir fangen an. Ihr habt eben sehr viel schon über das Thema Basketball gesprochen. Yes. Und habt auch draußen ja einen Korb und spielt auch gerne. Ne? Dennis Schröder ist jemand, den ihr kennt. Oh. Und jetzt als nächstes haben wir einen besonderen Basketball hier, den ich euch mal gerne zeigen würde. Es ist ein Ball von Odomar Piqué. Ach du Scheiße.
Scheiße. Und hier drauf, ich weiß nicht, die Unterschrift müsste sein von LeBron James. Okay. Das ist ein Ball und das ist... Wo hast du den Ball her? Ich habe den Ball glücklicherweise vor Jahren mal kaufen können. Der ist gewesen für eine limitierte Serie und nur für das Firmen-Event. Ich habe dafür bezahlt... Ich kann es sagen. Es wird euch absolut gar nicht weiterhelfen und hört nicht darauf. Ich habe dafür bezahlt $800. Ja, aber das ist nicht relevant. Sage ich auch so. Jetzt ist die Frage, wie teuer ist heute dieser Basketball, wenn ihr ihn denn kaufen wollt? Also ohne mal PG. Ich weiß es, Digga. Ja, gut. Cool. Okay. Stopp, wir haben verloren. Unfair. Ich weiß es schon. Subwette. Welcher Schwanz von euch will das Subwette? Er schätzt sich immer zu krass. Ja, okay, dann rennt eine Subwette. Wer besser wettet? Setz dich mal ganz kurz. Ja, okay. Weiß ich keiner Brot, ihr verdammte Schwänze. Gibt es eine limitierte Anzahl? Klar, es war nur für das Firmen-Event. Ganz kurz. Ey, was macht denn ihr bei da? Wir sprechen sich ab. Ich hab 10.000. 10.000, sehr interessant. 15.000 Euro, sehr interessant. 11.000. 11.000? 6.000? 7.999. Ja. 4.8. Okay. Also, erstmal muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist am nächsten dran. 19.000 Euro kostet das Ding aktuell. Marc, das muss ein Fehler sein. Roat wusste das. Das kann nicht sein. Roat, bitte prüfen. Was wäre dein Wunsch? Was sagst du? Also, würdest du dich freuen, wenn die leiden oder würdest du was Leichtes sein? Also, prinzipiell würde ich mich nicht freuen, wenn sie leiden. Aber Roat hat es verdient, weil er hier aufgestanden ist und gesagt hat, ich weiß nicht. Ganz up. Wir ziehen jetzt. Ja. Okay. Bereit? Ja, bereit. Okay. Mann, Digga, ich höre, ich habe sein Video gesehen. Und die erste. Oh, na, für wen ist die? Roat war der Erste. Alter, Roat, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ja, du hast einfach den Joker gezogen. Ist ein Joker? Willst du mich? Also ich bin mir sicher, aber dass Marc das... Aber Marc ist das böse Real Talk, er verarscht auch oft, ne? Ich glaube ja. Nicht Dead Body Report. Dead Body Report. Oh, okay. Okay. Okay, kann man schaffen? Kannst du schaffen? Das ist ja... Marc, ich kann scharf gar nicht. Marc, Pizza? Mexican Pizza oder so? Ich mach Jalapenos so scharf. Ich kann nicht machen. Ganz kurz, Marc, für die Zuschauer, was ist das jetzt? Das ist nicht so schlimm, ne? Also wir haben jetzt hier eine Pepperoni und ich meine, er hat die Bratpaprika. Eigentlich dürfte das jetzt wirklich sehr, also es dürfte eigentlich gar nicht scharf sein. Und bei dir ist so, wenn du türkisch essen gehst, dann kriegst du die dazu. Ja, okay, ich habe eine Frage, Marc. Muss ich einmal nur fett reinbeißen? Einmal richtig reinbeißen. Okay, bis zur Elfte so. Ja, so. Warte, nee, lass uns mit Sachen. Ja, wir müssen die Chili aufessen. Okay. Herzlichen Glückwunsch, ja, die Kamera ist voll drauf. Zwei. Am besten schnell essen, das nur als Tipp. Ich würde da jetzt nicht so lange warten. Yeah. Hast du den Joker? Ja. Ja, okay. Und du? Was ist das? Ja, warte mal. Aber wir essen den Joker drauf, oder? Und das letzte Stück auch noch weg und dann hast du es geschafft, mein Freund. Ja, mach jetzt weg. Ja, stark. Stark. So, wir können noch mal eine Zwischenbilanz ziehen. Also Roat, wie sieht's bei dir aus? Du bist am Start, ne? Bei dir ist es tipptopp. Bei dir? Gut. Ja? Auf Ernst, es geht. Also meine Zunge brennt gerade nur ein bisschen, aber sonst passt. Das ist ja auch, wir wollen nicht in der ersten Runde direkt einen Totalausfall haben. Wir gehen jetzt auf eine Reise und zwar haben wir etwas, ich weiß, wenn ihr mir folgt, dann habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Wir haben hier etwas, was so man im arabischen Raum als Raumduft kennt. Es nennt sich Bachur. Das heißt, man kann hier so ein Stück Kohle anzünden und dann benutzt man das im arabischen Raum halt für den, um einfach einen Raumduft, ne? Je nachdem, wenn man gekocht hat oder wenn es Freitag ist. Und Das ist in der Art, ne? Und zwar, um was es heute geht, sind diese Stücke Holz. Um genau zu sein, das, was wir jetzt hier sehen. Also, ne? Wir haben jetzt hier so drei Stücke Holz, die haben unterschiedliches Gewicht, hier ist schon was von abgebrochen. Und das nennt man Oud. Also das, was ihr im Parfum kennt, jeder kennt von euch Tom Ford. Und das hier ist quasi richtiges Oud. Das kann man da drauf verbrennen. Das machen wir jetzt jede Sekunde. Was kostet das hier? Das riecht voll gut. Wenn man jetzt mit der Kamera drauf geht, hier draus tritt halt so Öl. Und das ist das, was das teure ist. Ne? Wenn der Baum infiziert ist und hier sieht man... Ich habe eine Frage. Wie viel Gramm Öl müssen wir das jetzt... Oder was wie viel Gramm? Nein, ihr müsst einfach sagen, was denkt ihr, was das hier, was diese drei Holzstücke so wert sind? Was kostet das hier? Dann würden wir sagen, diesmal von rechts nach links. Fangen wir bitte an. Okay, ich habe... In der Hand 650. 650 Euro, interessant. 900 Euro. 900 Euro, interessant. 777. 99 Euro. 99 Euro. Ich habe 300. 300 Euro. Oh, und? Ich habe 2 Reds.
2,5K. Ich sollte dazu sagen, dass der Baum 100 Jahre alt ist. Ja, walla, walla, walla. Ja, von daher, das vielleicht, ist... Vielleicht. Und ich sag mal so, 3.000 Euro war richtig, damit bist du am nächsten dran. Wer hat denn die geringsten nochmal? Wir haben einmal 650. 900. 900? Raus. Was hast du? Ich darf ziehen sogar, ne? Ja, du darfst ziehen. Wer, wie ein Kran, rein, raus. Bereit. Also jetzt ist meine Frage natürlich an dich. Ja. Willst du, dass sie leiden oder willst du, dass es schnell geht? Leiden. Leiden? Ja. Nein, okay, okay. Dann bitte einmal reingreifen, aber nicht jetzt raussuchen. Ich gehe einmal rein. Du nimmst ich einmal rein. Okay. Ich gehe einmal rein. Wenigstens, warte. Okay. Okay, interessant. Einmal an verteilen. Schlimmer. Ich weiß es nicht genau. Wer war denn, wer war bei euch von hinten? Erster? Rohat. Rohat war Erster. Also von links nach rechts. Nee, wir machen der Schlechtere bekommt ich die Erste. Okay, gut. Oder wir machen der Schlechtere bekommt die Schärfere. Oder so. Dann, das ist, glaube ich, für die Zukunft. Dann zieh die, zieh die nächste. Nein, der Schlechtere bekommt die Erste. Eli, ich war der Niedrigste. Okay. Wir haben eine. Nein, wir machen es genauso. Ich bekomme die Zweite. Wir haben eine Peperoni. Warte, bevor du sagst, müssen sie sich entscheiden, welche die. Ich nehme die Zweite. Guck mal, hör mal zu, du musst ja so denken. Gehen wir nach dem Motto, von da nach da ist er auch der Erste. Ja. Gehen wir nach dem, wer unten ist, muss er auch die Erste nehmen. Wir machen das jetzt. Tor auf dem Rücken. Ja. Tor auf dem Rücken. Vertausch einmal. Warte. Und wieder so, wieder so. Nimm eine Seite. Jungs, kommt das nicht so schlimm. Du hältst die ran. Ich weiß nicht mal, welche Schnur ist. Rechts. Rechts? Hier. Ich glaube, das ist der Joker. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass es so scharf ist. Ja, macht. Ja. Ja, Macher. Nein. Ist dein scharf? Ja. Baller ist was, auszuhalten, oder? Du musst danach immer was zu sagen, ne? Also Pepperoni eigentlich sollte machbar sein, ne? Ich weiß, ich bin jetzt... Ich hab zu viel gegessen, oder? Ja, ist gut. Ist gut. Super gut. Wie sieht's bei dir aus? Also, schmeckt also einen guten Grillabend. Da hast du Glück gehabt. Einen guten Grillabend. Mark, hau doch mal ein bisschen paar harte Dinge rein. Oh, ich sagte, ich hab nur zwei Joker reingetan. Das sind nur zwei Joker. Das war der Unterschied. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei Joker? Ey, ich hab die ganze Zeit, das ist was der Chat geschrieben hat. Ich dachte mir, ich tu nur zwei davon rein und die beiden sind weg. Nein. Alter, das gibt's doch nicht. So. Was ist denn das? 15 Kilo Silber. Ihr könnt es vielleicht einmal in die Hand nehmen. Wie, 15 Kilo Silber? Alter. Okay, warte, wir mit zwei. Echt? Ich schwöre, 15 Kilo fühlen sich im Fitness anders an. Ey, bitte nimm das. Muss man mal gut auf aufpassen. Achtung. Geh mal. Ja, für dich wieder leicht, ne? Weil dir das ist schon. Das ist krass. Nimm doch. Ich will nicht. Okay, wir sollen sagen, wie teuer das ist? Genau, also das ist jetzt so ein Barren, der wird benutzt für... Ich spanne wirklich meinen Arm. 15 Kilo Silber. So, jetzt ist die Frage, 15 Kilo Silber. Ne? Ihr kennt Gold vielleicht, ja, was Gold so kostet als Barren, ein Kilo Barren, vielleicht habt ihr davon, ne, habt ihr keinen, ne, okay. Wie viel kosten 15 Kilo Silber, wenn ihr jetzt den Barren kaufen gibt's möchtet? Gibt es einen kleinen Tipp, ist Silber sehr viel günstiger als Gold? Kannst du uns den Goldpreis sagen? Ist günstiger? Ja, nee, dann sag's nicht, dann sag, dann, also, nee, ist es zu einfach, nee, dann sag's nicht. Also, ja, von links nach rechts, ja, Eli, bitte. Ich hab 45.000 Euro, okay. Ich weiß nicht, was der Preisunterschied ist. 10K. Er hat am Anfang 3. Ich habe 8K. 8K. Ich habe 42K. 42. 16.000. 16.000. 20.000. Also, das richtige Ergebnis für 15 Kilo sind tatsächlich 15.000 Euro. Ich berechne. Bin ich so 15. Das heißt, ein Kilo Gold kostet 40.000. Ein bisschen mehr, je nachdem. Ja, ein bisschen mehr. Und 15 Kilo Silber kosten. Bluetooth. Als Barren, ja. Krass. Ja. Muss die absaften. Okay, erste Peperoni. Oh mein Gott. Für wen? Das ist für den. Das weiß ich gerade. Nimm mal die zweite. Und die, okay. Jetzt einmal auf den Rücken. Bitte nicht, auf den Rücken. Nein, welche ist die Schärfere? Ist doch egal. Ja. Ich muss die Schärfere nehmen. Aber er weiß mal. Aber ich sag dir eine Sache. Ich kann dir nicht sagen, ob die oder die schärfer ist. Okay. Ich nehme links. Das da nehme ich. Okay. Einmal für dich. War die Schafe? Das war die Sydney gegessen. Aber wir haben davon unterschiedliche, ja? Ne? Wir haben unterschiedliche Badges. Finde ich gar nicht, tatsächlich. Hier, Rojo. Ich würde schnell essen. Schnell. Direkt mich hinterher, direkt. Oh, was geht? Oh, was ist denn hier los? Rohan, bleib bei uns.
bei uns. Du hast vielleicht brauchst du noch mehr Milch. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Rohr verabschiedet sich kurz. Fällt mir nicht scharf? Ja? War das 200.000 zu viel? Die Sache ist, es ist unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht genau. Wenn das die marokkanischen waren, kann noch ein bisschen mehr sein. Ah, Digga. Das Ding ist, 400.000 ist ja doppelt so scharf. Davor hab ich Angst. Ja? Aber du hältst durch. Wo ist denn unser Bruder? Boah. Boah. Ich muss noch einmal ran. Du musst noch einmal ran. Kurze Meldung. Okay. Meinst du, wir schaffen noch einmal? Wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Und zwar, hier ist das erste Mal eine Uhr mit dem Spiel. Und zwar etwas ganz, ganz, ganz Seltenes. Wir haben hier einen Goldcoin. Also das erste Mal sieht man, denkt man, es ist einfach nur eine goldene Münze. Ja, es ist, ich glaube, der American Eagle. Und das kann man tatsächlich öffnen. Und hier drin, wenn ich die Öffnung finde, hat man eine Uhr. Und zwar eine Rolex. Ich schwöre, ich war auf deiner Seite und habe die gesehen, aber ich weiß den Preis nicht. Nee, die wissen ja auf meiner Seite. Perfekt, dann war das. So sieht das aus. Das heißt, man hat hier drin eine Uhr. Das wurde damals verschenkt von Rolex an quasi bei einem speziellen Event. Unterschiedliche Hersteller haben die gemacht. Auch Vacheron hat sowas. Damals war das nichts Besonderes. Heute könnt ihr euch vorstellen, von Rolex ist schon sehr, sehr schwer zu finden. Ich habe dafür über 2 Jahre gebraucht, die zu finden. Die Uhr ist aus, ich kann es euch sagen, die Uhr ist aus glatt 2000, 17.07.2000. Okay, ich habe noch eine Frage, Marc. Ja. Ist die Uhr so jetzt, würdest du nicht verkaufen? Also du sagst, das ist ein Gegenstand, den du nicht verkaufen willst. Niemand, nein. Und das liegt aber nicht daran, dass der dir am Herzen liegt. Doch, ich habe das schon lange gesucht. Ist schon ein cooles Teil. Und wenn ich jetzt um die Ecke kommen würde mit 100.000? Hä? Guck mal, er möchte mich ausloten. Aber du weißt, in der Welt, ne, 100.000 mag viel sein, mag aber auch wenig sein. Oh. Also, wir haben hier einmal eine Uhr. Eine kleine Taschenuhr im Sinne von einem Goldcoin. Ich habe eine Minute nicht zugehört oder so. Ne? Ich weiß gar nicht, worauf geht. So, dann fangen wir einmal auf der rechten Seite an. Bitte, rechts nach links. Okay. Was hast du für ein Ergebnis? Ich habe 170.000 Euro. 170.000 Euro. Ich habe 46.000. 46.000 Euro. Ich habe 39. 39.000 Euro. 22.000. 22.000 Euro. 25.000. Ja. 25.000 Euro. Ich habe am wenigsten. Was hast du, Eli? 6K. Ja, ich glaube, ich habe abgeschossen. Okay, jetzt natürlich spannend. Du hast abgeschossen. Jetzt natürlich spannend, was das Ergebnis. Und also ich meine, ich finde schon, ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, aber also die richtige Summe sind 16.000 Euro. Oh, super, ja, geil. Geil. 25. Damit haben wir. Hä? Nein, du bist am nächsten mit 22. Ich dann hab 6. Wir brauchen jetzt eine lebensentscheidende Entscheidung. Ist eine harte dabei oder wie? Es ist leider ein Banger mit dabei. Ist ein Banger? Wie viel hat der Banger? Wie viel hat der Banger? Fast 2. 2 Millionen? Also, wir brauchen jetzt eine Antwort. Wer von euch möchte wählen? Rechts oder links? Ich sag von Sydney aus linker Hand. Oh. Musi hat den Burger. Habanero. Sydney, siehst du dich putz deine Hände. 100%. Hände waschen, ja. Warte, Marc, erzähl ein bisschen was. Erzähl ein bisschen also, was. Wir haben jetzt hier, es kommt immer ein bisschen auf. Es kommt ein bisschen auf das. Nein, wenn du vorsichtig, du wirst es nicht schaffen. Einfach hau das Ding weg. Also ich sag dir mal eine Sache. Ich sag dir jetzt mal eine Sache. Zum Beispiel manchmal zum Frühstück und so weiter. Ich esse schon so ein Ding. Wirklich. Auf jetzt? Ja, manchmal. Jetzt nicht so auf so alles weghauen, aber so ein bisschen. So kann man schon machen. Guck mal, du hast hier Milch und so weiter stehen. Von daher, wenn du ein wahrer Mann bist, du schaffst das schon. Du hast gesagt, du poppst 2. Das ist ein Gymbomb. Oh! Ausland! Marc, wie viel Scoville hat die? 2 Millionen? 2 Millionen Scoville? Knapp drunter, ja. Jock, du bist nicht Jock, Mustafa. G-Pompon. Oslam. Und wie geht's dir? Ist okay, ne? Ja, ist schon. Nein, ist okay. Ja, was? Chill? Da ist schon. Darf ich direkt? Oder? Ja, ich würde dir empfehlen, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Milch zu trinken. Hä, wie geil, du bist ein Haiwan, bist du. Ja. Was ist mit Eldos? Eldos, wie geht's dir? Ich glaube, der. Was hat Eldos? Wie viel hat Eldos? Seine? Ja, er hatte dieselbe wie Rohr hat, ne? Also ab Montag davon, also war das Halluzinat. Ja, Montag hat es schon ordentlich weggebeamt. Sei Icardi, mein Bruder. Aber das ist nicht normal, das kann man ja essen. Ja.
Guck mal, ich sag dir eine Sache. Das Wichtigste ist, dass du jetzt einfach so tust im Kopf, als wäre es nicht scharf. Du musst einfach, tu einfach so. Ist Kopfsache. Digga, bei mir ist noch auch, also meine hat 400.000 oder 300 oder 200.000, meine brennt auch noch im Rachen. Guck mal, du kannst nicht vergleichen. Wenn du, das ist, ja, und das du kannst ist es nicht Millionen. Vergleichen. Aber ich finde, er macht das viel zu ja, gut. Ja, Mustafa stark. Aber er meinte zu mir, dass er sowas kann. Vorhin schon. Geht das noch viel schlimmer? Nein. Ja, ist doch egal, ich kann noch eine davon essen. Wow. Oh. Nein, nein, nein. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter mit Preiseraten. Wir haben die letzte und erstmal, ja, das letzte vom Preiseraten. Danach gehen wir über zum Parfum. So, jetzt schauen wir einmal. Und zwar, es geht darum, wir haben heute noch gar keine Uhren mit drin und ihr kennt euch ja so ein bisschen aus. Die zwei. Zum Beispiel, ihr kennt euch gar nichts aus. Um jetzt halt faire Verhältnisse zu finden, haben wir mehrere Uhren mit drin. So, hier haben wir eine Box. Die sind übrigens käuflich zu erwerben. Das heißt, falls jemand Lust hat, kann auch gerne nochmal eine mitnehmen an dieser Stelle. Und zwar, wir haben hier eine Uhrenbox voll mit schönen Uhren. Und jetzt ist die Frage, was das Ganze wert ist. Das heißt, wir brauchen von euch... was alle wert sind. Darf man Taschenrechner? Nö, also ihr könnt jetzt einfach im Kopf... Ihr könnt doch Kopf rechnen. Jetzt Marktpreis, was kosten die so zusammen? Dann fangen wir einmal... Von welcher Seite zu welcher Seite? Ich fange an. Okay. 850.000 Euro. Sehr, sehr krass. 600.000 Euro. 720.000. 544.000. 450.000. Jungs, ich krieg die Chilis. 320.000. Ich muss einmal rüber gucken, was haben wir? Yes! 550.000. Ich glaube. 544! Also dementsprechend. Von daher, wer ist der Schlechteste? Einmal, glaube ich, du bist derjenige, ne, den es hart getroffen hat. Eli und du. Wir legen los. Und zwar, Roh hat an meiner Seite ein... Möchtest du, dass sie scharf ist? Wie siehst du aus? Möchtest du, dass sie leiden? Okay. Ich habe wirklich, ich habe mich nur um 6.000 verschätzt. Ja, war eine Meisterleistung. Ja, okay. Jetzt einmal rein da mit der Hand. Niemals war das 200.000 zu viel. Auch so, dass sie das nicht sehen. Okay, interessant. Und der nächste. Bei der Zunge ran mäßig. Okay, nee, zwei. Super interessant. Wer gegen wen? Sag mir nur, ist es einmal die Büchse des der Verlorer? Ich weiß nicht. Wir brauchen eine Entscheidung, rechts oder links. Eli, pick du. Also, nein, pick du, Bruder. Ich hab gerade gepickt. Dann nehme ich rechts. Also die da. Oh, du Scheiße. Und jetzt alle nochmal einen Prime da lassen. Du hast zwei Habas. Das ist doch jetzt ein Scherz. Das war, muss die sein. Ich weiß nicht, wen es schlimmer trifft, aber du kannst auch Glück haben. Marc, wie scharf ist jetzt das, was Eli isst? Also ihn wird es jetzt zerlegen. Mich, Marc? Gib mal ein Feedback. Du schaffst das, du bist ein großer Kämpfer. Das würde dich zerlegen? Also ich kann, also eine kriege ich schon weg. Eli! Ey, wir wünschen dir so viel Erfolg, Eli, wir sind bei dir! Amen! 3, 2, 1 und go! Weg damit, weg damit, weg damit! Eli! Eli Geller! Oh! Und der sagt immer die ganze, der hat immer lange getrieben. Ey, Digga, bei mir wird alles dunkel. Guck mal, guck mal. Du schaffst das, Eli, komm, beiß nochmal rein, beiß nochmal rein. Warte, chill mal. Digga, mein Ohr. Digga, mein Bruder, was passiert hier? Was wir jetzt merken ist, dass der Blutdruck etwas ansteigt, ja? Die Durchblutung gerade in den Ohren wird deutlich angeregt und jetzt werden die Fokussinne geschärft und es geht richtig nach vorn. Aber du siehst gut aus. Jetzt geht's ab. Let him cook, you know what I'm saying? Er ist komplett da. James Harden. Oh, und was sehen wir hier? Oh. Komplett dead body repo. Harlem Shake. Komplett dead body repo. Wohin mit ihm? Ey, Marc, das ist so krass. Dein Ohr, ne? Ey, man denkt, ich muss mich gerade aufs Ohr raus. Ich kann nicht sitzen, Digga. Aber eine Sache muss man auch sagen, es geht vorbei. Aktuell ist es eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage der Zeit. Man muss manchmal auch Sachen einfach aussitzen. Ne? Oder man muss halt einfach besser schätzen. Ja. Guck mal, Eli. Neben den, wie viel kostet der nochmal? 15.000 Euro bei? Ich hab vergessen, wie viel der kostet. Digga, man kann nicht gerne, ich kann ja nicht reden. So, also, eine kleine Zwischenbilanz. Das heißt, alle führen
ungefähr plus minus mit einem Punkt. Das heißt, es wird jetzt schon noch eng. Wir müssen bei der Parfum-Challenge jetzt nochmal, muss jeder nochmal angreifen, um natürlich die Uhr zu gewinnen. Und hinterher, sollte es dann ein Stechen geben, haben wir natürlich noch eine Überraschung vorbereitet. Aber das, meine lieben Freunde, werden wir erst herausfinden. Gerade kühlen sich nochmal ein bisschen alle ab. Was, wie bitte? Ich lasse die Scheiße jetzt auf. Okay. Der Chat, oh, guck mal, er lässt sich vom Chat beeinflussen. Leute. Aber war ja auch deine Regelbogen. Aber ich mach das jetzt, dann, ich mach das und ihr müsst es dann auch. Also wir haben jetzt noch 6 Durchgänge bei Parfums. Ja, stimmt. Dann nicht. Ich mach das jetzt einmal, nur für mich, danach machen wir die Regel nicht unbedingt. Weil das ist, ich schwöre, nein, für die Real Talk, weil ich hab, bei mir ist so eine Kopfsache, aber das, ich will, dass wir eine Woche durchziehen können, weißt du? Ich mach das wegen dem Chat, weil der so krass supportet, aber danach wird die Regel abgeschaffen, weil ich weiß, wie, wir können nicht richtig streamen sonst, ich schwöre. Also ich sag mal so, wenn es wirklich hart auf hart kommt, es gibt ein Mittel, damit ist alles weg. Okay, gut, dann machen wir jetzt. Hast du das hier? Ich hab's nicht hier, aber mal jemand's kann's holen. Komm, also Leute, los. Auf geht's. 3, 2, 1. Weg damit, Bruder. Weg damit. Oben wird noch schärfer, ne? Oh, weg damit. Alles. Reicht, Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Da sieht man einen wahren Kämpfer, Leute. Fokussiert auf das Gesicht, ja. Prägt euch dieses Gesicht ein, voller Schmerzen und voll im Modus. Eli Geller auf die 1, hervorragend. Elevate hier auf der Brust. Er trägt das Ganze zum Sieg. Jetzt kommt der erste Kick. Er spürt die Schärfe. Seine Ohren. Jetzt geht es wieder über zu seinen Ohren. Er muss ein paar Runden drehen hier im Raum und sich erstmal wieder auf die Meter begeben. Jetzt fängt es an. Langsam steigt die Schärfe in die Kerne. Gehen hoch in seinen Kopf. Will rausgehen, schafft es nicht. Geht raus. Erst draußen. Man hat auch eine kleine... Ja, man spürt so eine Verwirrung. Man weiß manchmal gar nicht, wo oben und unten ist. Jetzt gleich wieder oben, kommt wieder rein. Warte. Und spürt das Ganze in sich. Sagt irgendwas, dass es scharf ist, geht in die Ecke. Er bewegt sich. Und jetzt geht's ab. Das Ohr tut weh. Jeder hat so seine eigenen Körperteile, die er dann spürt. Bei den meisten ist es der Mund und der Magen. Weiter werden Meter gemacht. Sind es die Ohren. Vielleicht kurz auf dem Platz? Ja, hochinteressant. Geht kurz raus. Er schaut noch einmal rum auf den Fernseher. Und geht jetzt einmal auf zur Treppe. Doch nicht. Toilette? Nee, dreht doch nicht. Umdrehen, nochmal zurück. Und guck mal, wie planlos. Eli macht eine kleine Wingschuhe. Weißt du, was wir beim nächsten Mal machen müssen? Wenn man so scharf ist, muss man irgendwelche so Aufgaben erledigen. Weil du weißt gar nicht mehr manchmal, du vergisst, wie eine Flasche aufgeht. Super spannend. Also du bist ja ein bisschen schärfeempfindlicher. Ja. Hättest du das richtig gemacht? Trinke mal literweise. Nochmal komplett fertig essen. Ja, komm. Also nicht kreuzweise. Also wirst du durchziehen? Ja. Ja, aber danach soll jeder seine Fresse halten. Okay. Also, wir fangen noch einmal an. Rohat ist jetzt auch ready. Und zwar, es geht immer noch um die Uhr. Es ist relativ ausgeglichen. Jeder kann quasi noch gewinnen. 1.700 Euro ist das Ganze wert. Und jetzt kommt es drauf an. Jeder hat so plus minus einen Punkt. Das heißt, ihr müsst jetzt nochmal richtig überzeugen. Wir haben hier verschiedene Düfte. Und hier geht es darum, dass ihr herausfinden müsst, welcher ist der richtige Inhaltsstoff. Was ist der hauptsächliche Inhalt? Und es ist zu schaffen. Also, wir haben alles nur Düfte ausgewählt, die wirklich eine Duftrichtung haben. Ihr werdet vielleicht auch manche kennen, je nachdem, das werden wir noch herausfinden. Und damit würden wir jetzt starten. Das heißt, wir werden einmal hier das Ganze sprühen und dann könnt ihr daran riechen und wir bräuchten einmal dann auf einem Zettel die Antwort. Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist beispielsweise, wir haben jetzt den Fall, dass gar keiner hat das Richtige. Kann ja passieren. Ja. Dann wird das Ganze in einer Schnick-Schnack-Schnuck-Sache enden. Das heißt, ihr müsst Schnick-Schnack-Schnuck gegeneinander machen, ihr müsst Schnick-Schnack und ihr. Und zwar, wir haben jetzt das Erste und das ist das Einfachste. Also wenn ihr das nicht riecht, dann weiß ich auch nicht. Einmal bitte bedienen, einmal ziehen. Alle haben dasselbe. Hoppala. Das ist das Leichteste. Das ist das Allerleichteste. Das muss man rauskriegen, wa? Ey, Jungs, also, ich weiß es auch nicht. Habt ihr schon mal gerochen? Hast du schon mal gerochen? Ja. Okay, du hast es schon mal gerochen. Seid ihr ready? Also als erstes Mal können wir sagen, es geht quasi, also da, wo man das gerochen hat, vielleicht, wenn man jünger war in der Kirche. In der Kirche war das. Nicht Taufe, doch auch, unter anderem. Und zwar, man hat es in der Kirche genommen, um zu räuchern. Ne? Und was hat... Ja, ich schwöre. Das ist quasi, entsteht von einem Baum. Und jetzt ist die Frage, was habt ihr gemacht? Wir fangen links an. Bitte. Lavendel, sehr interessant. Ut, nein, okay. Zitrone, okay, auch. Zitrone ist es niemals. Was ist diese Lavendel? Was ist diese Ut? Blume. Und Ut ist Blume. Blume, okay, interessant, ja. Holzig. Holzig, ja. Also es ist tatsächlich Weihrauch. Holzig.
Es ist Weihrauch. Man, das, was man soll denkt, das denn das Einfachste sein? Wir haben noch etwas, was einfacher ist. Weihrauch kann man schon rausriechen. Oh, okay, sehr, sehr stark. Jetzt der nächste. Rohat und Sid. Und los geht's. Okay, weiter geht's. Okay, Leute, los geht's. 3, 2, 1, go. Okay. Kannst du mal den. Geht auch. Sheng Shan Shong. Wir machen, wie es halt ausgeht. Sheng Shan Shong. Geht nicht? Sheng Shan Shong. Yo! Yo! Dann bitte einmal rechts und links. Okay. Leute, eure Antwort, welche Seite? Links von dir. Okay. Green. Jalapeno. Schafft er. Und rechts? Ja. Ist auch Creed selber, oder? Ah, selbe. Ja, selbe. Ausgeglichen, muss man sagen, an dieser Stelle. Ist die scharf? Nee. Es geht. Mach eine halbe Reihe. Ich weiß gar nicht, wie. Ist die scharf? Beiß ab und dann kannst du dir entscheiden. Reicht, sage ich. Also für mich wäre es schon durch. Ja, passt. Paprika. Am Anfang nicht scharf, aber. Ja, hast du Also? Ein bisschen, ganz bisschen. Ja. Hey, das ist doch eine. So, Leute, also weiter geht's mit der nächsten Runde. Einmal bitte ziehen. Jetzt brauchen wir einmal ein Ergebnis. Jetzt die Frage, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gerochen? Nee. Noch nie im Leben? Doch, glaub schon, ja. Okay, wir haben alle eine Antwort. Alkohol, sehr interessant. Minze, sehr interessant. Zitrus, sehr interessant. Ich hab Eukalyptus. Eukalyptus, sehr interessant. Stark. Ich hab Minze. Minze, sehr interessant, ja. Ich hab nichts aufgeschrieben. Ich hab würzig. Ja, weiß ich nicht. Würzig? Ja, ich hätte Eukalyptus nicht mal kacke. Ich hätte würzig. Also es ist tatsächlich Kobe Garden und ja. Es ist eine Minze. Es ist eine Minze. Weißt du, an was mich eine hochdosierte Minze. An Kaugummi. So, Schätzfrage. Ja, aber nicht für uns, Musti. Wir sind durch. So, für die. Also einmal aufpassen. Wir haben, wie tief ist der tiefste Punkt der Erde? 11.000 Meter. Weiter? 12.000 Meter. Ja. Ich habe 11.400 Meter. Mann, Digga. Ey, ja, Jungs, das war's. Ich habe 4.000 Meter. Das ist falsch. Okay, das ist natürlich falsch. Wir haben den Marianengraben mit 11.034 Meter. Die gute Deep Sea Challenge. Kann so tief tauchen. Unglaublich, ja? Das erhält sich auf www.markebo.com. So, dann einmal, möchtest du ziehen? Was wird jetzt gezogen? Mittlerweile? Die gute Pepperoni. Komm, Bratte, moi. Ja, das schaffst du doch, das schaffst du doch. Dobro, oder? Das schaffst du doch. Nimm mal Probleme, Bratte. Ja. Willi hat ja noch nichts. Bro, er hatte noch nichts Scharfes. Alter, guck mal, er ist einfach. Er ist im Fokus-Game. Er ist im Fokus-Game. Er ist halt gut im Gessen, Bro. Thanks, man. Minze. Ja? Minze war stark, wir doch. Danke. Danke. Digga, musst du das richtig. Selbst wenn ich dann gerochen habe, für mich. Weiter geht's in der nächsten Runde. Und zwar, ihr müsst noch einmal in euch gehen. Jetzt ist in Ordnung. Jetzt muss man gucken. Was ist ich hab's. Echt jetzt? Ja. Einmal die Antwort. Rechts außen bitte als erstes. Citrus. Ja, weiter. Rosa, okay. Rosa, so Zitrone. Scheiße. Rosmarin. Zitrone. Ja. Ich hab orange Zitrusfrucht. Zitrone ist richtig. Zitrone ist richtig. Zitrus ist richtig. Ganz ruhig. Ich weiß es. Relax. Ich weiß es. Wie viel Prozent des brasilianischen Regenwalds wurde bisher abgeholzt, um Rindfleisch, Holz und Soja zu gewinnen? Ja, was hast du? 27%, ja? Ich habe 40. 40%. Aber das 20%. Jeder zweite. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Du hast gewonnen. 20% ist richtig. Und damit bist du am weitesten weg. Am weitesten weg. Fresse. Einmal ziehen. Hand rein. Aber Real Talk, wenn du kannst das Real Talk 100%. Ja, ist das so. Okay. Oh, okay. Jetzt ist nur die Frage, ist das die marokkanische oder die spanische? Aber er also, schafft es. Pepperoni, also so wie deine vorhin. Ja, dann also er hatte schon einen. Da wird es ein bisschen scharf sein, der wird Zwiebeln, aber passt bestimmt. Ja, er schafft es. Ist schärfer. Ja? Ist schärfer? Mhm. Digga, weißt du, was ich komisch finde, Marc? Bei der hier hatte ich voll Schluck auf und eine ganz andere Schärfe als bei dieser gelben. Ja, reicht. Als bei dieser gelben. So, wir gehen noch weiter in die nächste Runde. Und zwar, wir haben schon das Parfum vorbereitet. Einmal bitte bedienen. Jetzt wird's ein bisschen fruchtig. Eli, bitte schön. Oder? Ich hab's. Alter, Eli ist, Willi ist, glaube ich, sehr, sehr stark am Stück Papier dran. Was hast du aufgeschrieben? Es kracht. Vanille. Vanille, okay. Ich hab Safran. Safran, ja. Ja, ich weiß, Bro. Ich hab Himbeere, Erdbeere. Wie, was hast du? Himbeer, Erdbeer. Ich hab Okay.
Ich habe rote Beere. Okay. Ich habe auch Strawberry Erdbeere. Alter, ihr drei seid, also es ist quasi Erdbeere. Hä? Erdbeere ist richtig. Erdbeere ist richtig, sehr, sehr stark. So, wir haben jetzt, das ist eine gute Frage. Okay. Also auch sehr bildlich. Wie viel wiegt die Zunge eines Blauwals, ja, die sogar mehr wiegt als ein Elefant? Wir fangen rechts außen an. 1000? 12.000 steht da. Also 12.000 steht da. Okay, 12.000 Kilogramm. Weiter geht's. 30.000 Kilogramm. Ich hab 3,9 Tonnen. 3.900. 3.900 ist verdammt nah dran. Wir haben 3.600 Kilogramm. Stark, stark, stark. Damit, ist die Zeit gekommen. Irgendwann muss jeder irgendwann mal verlieren. Nikolas. Ich will einmal, dass Willi halt ein bisschen schon... Ne? Darf ich? Bitte. Aber warte, wie viel ist die? Also die ist nicht so scharf. Zieh durch. Yeah. Wow. Warte, Mo, zieh durch, Junge. Kopfsache, wie du mir gesagt hast. Halt's Maul, ihr. Ja, das kommt langsam. Das kommt. Ich glaube, er schlägt sich gut. Warte. Ja, er schlägt sich gut. Ich muss zum Becken. Oh, ich glaube, wir haben einen Ausfall. Wir haben einen kleinen Ausfall nicht filmen, hier. Nicht filmen. Das geht. Also so knapp über 1 Million ungefähr. Über 1 Million? Ja. Ja, aber Eli, es brennt und es hört nicht auf. Wir können auch nicht dafür, Willi. Okay. Also jetzt brennst du noch. Aber es ist kurz in den Kopf gestiegen und da hat St. Mike, war alles heiß. Also ich konnte nicht nachdenken. Hallo? Ich hab. Oh. Ja, aber. Mit. Wir machen weiter mit dem vorletzten Duft. Mir gehen sogar langsam die Streifen aus. Das kommt mir auch so bekannt vor. Das kommt auch 100% bekannt vor. Ja, es ist momentan so diese Duft-DNA. Also ihr werdet den Duft nicht kennen, aber die Duft-DNA, also das, was wir suchen, ist etwas sehr, sehr Bekanntes. Das ist momentan quasi der Inhaltsstoff, der super aktuell ist. Im Parfum, das ist momentan so das, was jeder haben möchte. Ich kann das nicht gut. Am Anfang hat er noch gesagt, nicht gut. Was hast du genommen? Kokosnuss. Kokosnuss, nice. Ja, Kokosnuss, okay. Maracuja, okay. Was hast du? Kirsche, ja, weiter. Kirsche. Ja, Muskatnuss hat. Muskatnuss, okay. Was hast du? Ich habe eine Kirsche. Und Aprikose. Kirsche, okay. Pfirsich. Alter, das gibt's nicht. Es ist tatsächlich die Pfirsich. Es ist Pfirsich und zwar... Aprikose habe ich noch drauf. Wer hat noch Aprikose? Ich. Ah, Aprikose, okay, das hast du mir auch gegeben. Ich habe mal 2 geschrieben. Ja, also... Aber du hast Muskatnuss erstmal. Also Muskatnuss hast du vorgelesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber du meinst ja Hülsenfrucht. Es geht um Twitter und zwar, wie viele Tweets werden pro Sekunde verschickt? Wie viele Tweets werden pro Sekunde verschickt? Das ist ja eine weltweite Plattform, ne? Also ja, das heißt, auf der gesamten Welt wird es verschickt. Okay, ready? Okay, bitte einmal, wie viel hast du? 300.000. Pro Sekunde, ja, das ist schon sehr viel. Ich habe 7.777. Okay, interessant. Das ist auf Twitter, ich habe 600.000. Ich habe 28. Aber Bo, pro Sekunde, das heißt in einer Minute... Auf der ganzen Welt auf dieser Plattform! In einer Minute während des Bo... Das sind 9.310. Ja, aber was... 10 Millionen! 10 Millionen! Eli, bitte! Darf ich wieder, Bro? Du darfst nochmal. Darf ich wieder, Bro? Ja, du darfst nochmal. So eine gelbe wäre geil. Kann ich? Ja, bitte. So eine gelbe wäre geil. Na. Ah, okay. Ist eine rote, was ist das? Das ist die du auch hattest. Ich hatte keine rote. Du hast die gelbe, ich weiß, aber die sollte aus dem gleichen sein. Ach, echt? Ja, ja. Das ist die Sydney hatte. Ja. Aber man muss sagen, ihr schlagt euch alle eigentlich relativ gut. Gibt's jetzt nichts? Nee. Ich sag's dir doch. Ich sag's dir doch. Merkt die ganz einfach an und schon wieder. Es ist eine andere Schärfe, von der ne? Intensität krank wieder. Es ist auch, die kommt anders. Hölle. Ja, ja. Ich sag's dir doch. Das ist so eine scharfe, ich glaube so eine, so, was du dir beim Thailänder reinhaust. Bro, in die Suppe. Beim Thailänder. Wenn du beim Thailänder bist, zack, in die Suppe rein. Seid ihr bereit? Ja. Den holen wir. Jetzt wird's auch ernst. Also ich sag mal so, du musst quasi gewinnen und sonst ist es quasi zwischen euch. Ne? Also zwischen wen? Zwischen ihm und ihm. Zwischen Willi und Musti.
Die Uhr, hier kann man eine 1700 Euro Uhr heute gewinnen. Genau, für euch. Du hast es zu Hause, Digga. So riecht dein Bart. Was ist das? Was ist der Inhaltsstoff? Der zwei Sachen. Ich hab's. Ey, so riecht dein Bart, du Schwanz. Okay, bitte. Vanille. Vanille, okay. Und Rosé. Und Rose, okay. Und okay. Rose und Vanille. Ich hab Lakritz. Lakritz, okay. Ich hab Leder. Leder? Ja, also es ist tatsächlich, es ist süß und wir sind bei Vanille schon richtig. Also oh! Von daher ist aufgeschlossen. Es ist, oh mein Gott! Nein, also Vanille ist das, was wir suchen. Es ist eine Mischung zwischen Vanille und noch anderen süßen Hölzern. Und also da ist Jello. Von die daher, Nase, die Nase! Ich habe jetzt 3 Punkte auch, ne? Du hast 3 Punkte, oh. Von daher, wir sind quasi im Finale angekommen. Wir müssen nur einmal eine Schätzfrage machen und danach geht es darum, wer von euch dreien die Uhr gewinnt. Und zwar, es geht um Schlafen. Also, wie lange braucht eine Durchschnittsperson, um einzuschlafen? Wie lange legt jemand im Bett? Es gibt natürlich Leute, die auch länger brauchen oder auch gar nicht schlafen, aber wie lange braucht ein Durchschnittsmensch, um einzuschlafen? Also, bitte. 17 Minuten. Du? 7 Minuten. 14 Minuten. 7 ist 20 schon wenig. Minuten. Die richtige Antwort ist 7 Minuten. Ach du. 7 Minuten. Back to back. Also, das ist ja ein Baller. Bro, du bist im Finale. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber leider musst du noch einmal ran. Das Bild wiederholt sich. Das ist übrigens auch gut, dass ich immer aussuchen darf. Ne? Okay, rein. Nochmal zum Abschluss. Ach du Scheiße. Aber hey, du hast die Chance auf eine Uhr. Guck mal, du wirst immer daran denken. Das wird. Warte, mal, ja. Das war hier noch so drin? Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit? Da war schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass du was anderes ziehst. Also. Boah, da war eine große Wahrscheinlichkeit, ja. Boah. Also ich sag, oben war gar nicht mal. War scheiße, ne? War so eine 8. Ich will nicht mehr reden, ich will Ruhe. Aber unten war das 1000-mal schlimmer. Real Talk, unten war es 1000-mal schlimmer. Also du meinst, wenn man komplett abweicht? Ja. Also das oben geht's noch, Real Talk. Da sollte jetzt eigentlich nicht viel. Also ist scheiße, aber unten ist 1000-mal schlimmer gewesen. Oben ging's mir 3 Minuten scheiße. Und schon also alles abgebissen. Ess mal bitte die gelbe da. Ess mal bitte die gelbe da. Wirklich. Ich will mal wissen, wie du darauf reagierst. Ich schwöre, ich habe das locker hinbekommen. Einfach mal, ob du Schluck auf. Mach mal bitte. Komplett. Bleib mal ruhig. Aber es ist nicht so, Real Talk. Ich habe auch eher oben abgebissen. Das war scheiße. Aber unten ist es nochmal schlimmer. Ja. Digga, was war denn da gerade los? Digga. Regie, nicht auf Willi jetzt. Nicht auf Willi, nicht auf Willi. Da gab's. Digga. Digga, also. Ehrlich. So, Leute, einmal hinsetzen. Und zwar, wir gehen jetzt in die letzte Frage über und sind damit quasi dann am Ende angekommen. Das heißt, die Frage, wer diese wunderschöne Uhr bekommen kann, wir können es noch einmal vielleicht zeigen. Ah, da ist der Fokus. Da ist der Fokus. Ne? Super schönes Degradé-Ziffernblatt in Blau. Limitierte Serie. Welche Nummer haben wir eigentlich so hier? Sandwich-Maker, wir haben hier die Nummer 24. Ja, die Nummer 24. Ja. Von 99. Die alles entscheidende Frage lautet, wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer? Ich habe die Antwort dahin gehört. Hast du gehört? Da müssen wir neu machen. Was hast du gehört? Antwort 15? Nee, 13, aber wir machen was Neues. Ist kein Problem. Fairer Sportmann mit. So, ihr seid alle ziemlich sportlich. Eine Sportart, in dem Sinne Tennis, hören wir eigentlich sehr, sehr selten. Also Tennis ist so etwas, was ziemlich vernachlässigt wird. Und meine Frage ist, wie lang ist der Tenniscourt? Also wie viel Meter, wie lang ist der Tenniscourt? Und das ist eine Frage, die kann man eventuell wissen, muss man aber nicht. Wie lang ist der Tenniscourt? Jetzt stellt sich heraus, wer denn die Uhr mit nach Hause nimmt und der König dieser Challenges ist. Also, einmal bitte, wo fangen wir an? Bei dir. Wo geht's los? 32 Meter. 32 Meter. 32 Meter. 36 Meter. Die richtige Antwort sind 23,77 Meter. Jetzt kommt die nächste Stelle. Also Eli, 23,77. Das heißt, wir haben ein Stechen. Die nächste Schätzfrage. Eli, vielen Dank fürs Mitmachen. Leider bist du raus. Wie viele Federn hat ein ausgewachsener Schwan? Ich weiß nicht, was Schwan ist. Was ist? Der wird jetzt gegen dich gewinnen. Was? Wie viele Federn? Wie viele Federn hat ein Schwan? Das ist dieses weiße. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, habt ihr eine Antwort? Bitte, Willi. 600.
600. Ich hab 22. Eigentlich, die hat gewonnen. Wie, 22 Federn? Es sind tatsächlich 25.000 und dann in dem Sinne, in dem Sinne hast du gewonnen. Also, Willi! Willi! Aber, bitteschön. Musti Walla, ich geb's Walla dir, weil du dein Vater gibst. Nein, alles gut. Walla. Doch, du nimmst den. Du nimmst den. Du nimmst den. Ja, da gibt doch dein Vater. Walla. Da gibt dein Vater. Mach jetzt keinen komischen Film. Ja, gibst du deinen Vater oder nicht, sei ehrlich? Und ich kann auch meinen Bruder geben oder so. Gibst du deinen Vater? Ja. Okay, dann mach. Dann aber muss man sagen, W's Willi. Vielen Dank, Marc, dass du überhaupt sowas ermöglicht. Sehr, sehr gerne. Der größte Punkt. Also, falls der Vater zuschaut, es ist ein Handaufzug. Das heißt, man muss sie immer regelmäßig aufziehen. Ne? Sieht man auf der Rückseite auch. Limitierte Serie. Ich hoffe, es beschert demjenigen sehr, sehr schöne Zeiten. Ich lege es auf jeden Fall da vorne hin. Boxpapiere liegt alles hier. Von daher, herzlichen Glückwunsch an deinen Vater, würde ich sagen. Ich fand, ohne Witz, das ist voll komisch gewesen, diese Unterschiede bei der Schärfe. Die war eklig, dieses Gelbe, aber ich fand, oben ging's noch, war scheiße, für so 2-3 Minuten, Ohrendruck war kacke, aber unten hat's richtig weggeschöppert, bei den ganzen Kernen. Hier unten, ich weiß nicht, ob man es sieht, da unten kommen die ganzen Kerne und das war safe die schlimmste heute. Die hat wie viel? 2 Millionen? Ungefähr? Mark Hotchip. 2 Millionen Scoville, das ist schon, das scheppert schon gut rein, Freunde, das hat auch schon gut reingeknallt, aber danach ging's, weil das natürlich ist. Dieser Hotchip war 1000-mal schlimmer. Dann fand ich die anderen eigentlich auch geil. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen unterhalten. Richtig gebrettert am Ende. Ja, nochmal Liebe da lassen für Marc auch auf jeden Fall im Chat, Freunde. Der musste es nämlich nicht machen. Der ist hier vorbeigekommen, um uns auch zu supporten. Extra hergefahren, 3 Stunden. Macher in den Chat. Macher Marc in den Chat. Gerne auch ein Follow da lassen. Vielen, vielen Dank an alle. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wäre auch gerne länger geblieben, aber morgen geht es leider auf eine weite Reise. Darum. Ja. Ich kann dir das auch zu mitnehmen. Ja. Von daher habt noch viel Spaß hier und Grüße an jeden, der zu Hause zuschaut.